Also, was soll ich genau machen? Was soll ich genau machen? Oh, die Zeitfunkantenne aufstellen natürlich. Hast du bei der Einsatzbesprechung geschlafen? Die Antenne liegt im Staufach der Kapsel. Eine Anleitung sollte es da auch geben. Ich hätte damals wirklich nicht schwänzen sollen. Gibt es noch etwas, das du wissen willst? Natürlich. Wie lautet unsere Mission? Wie lautet unsere Mission eigentlich im Einzelnen? Wir suchen die politischen Führer, stellen sie zur Rede und überzeugen sie, vernünftiger mit unserem Planeten umzugehen. Das ist der Plan? Das ist der Plan, ja. Wieso? Weil euch Barack Obama, wenn er hier eine Zeitkapsel hat, das die Hölle heiß macht und wahrscheinlich irgendwie direkt in 1945 reinfährt und Hitler tötet und dann haben wir ein Command and Conquer-Szenario. So. Klingt ein wenig naiv. Es geht um das Überleben der Menschheit, um die Zukunft des ganzen Planeten. Natürlich werden Sie uns zuhören. Ist sonst noch was? Bis später. Nichts. Bis später. Ich bin gleich wieder da. Ich glaube kein einziges Wort dieser Verrücktheit. Hör mir doch erst mal zu, Bent. Absurd. Ich sollte also Ja, die verstehe. Zeitfunkantenne errichten, um die anderen Teams zu kontaktieren. Ach so, sie erzählt es jetzt ihm quasi. Verstehe. Hotspots. Wir haben hier einen Stahlträger. Und da geht's nach unten. Wir gehen erstmal in die Zeitkapsel. Was haben wir denn da? Atomofen. Für die Pizza zwischendurch. Eine Klappe. Svensson, Zylinder, Zylinder. Was zur Hölle ist ein Svensson? Ansehen. Das ist der Svensson. Er erzeugt Bioenergie aus Bauteilen. Ah. Die Kontrollen sind alle im normalen Okay. Bereich. Na dann schieb ihn wieder rein. Ach so, kann man nehmen. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Okay. Zylinder anziehen. Ansehen. Die Energiezellen der Zeitkapsel werden über den Svensson gespeist. Er funktioniert rein biologisch. Blaualgen erzeugen aus Luft und Wasser energiereichen Wasserstoff. Mit dieser Technologie hätte der Klimakollaps leicht verhindert werden können. Gute Antwort. So, Armaturen. Was haben wir hier? Atomofen. Was ist ein Atomofen? Das ist der Atomofen, das Herzstück der Zeitkapsel. Ihre Kapsel ist also doch mit Atomenergie betrieben. Nein, der Atomofen wird nur für den Zeitsprung genutzt. Die Kapsel selbst wird vom Svensson betrieben. Okay, überprüfen. Die Versiegelung scheint zu halten. Gut so. Und wenn ich ihn jetzt öffne, gibt es einen Big Bang. Ich kann den Reaktor nicht so kurz nach einem Zeitsprung öffnen. Die automatische Versiegelung lässt das nicht zu. Was auch ganz gut so ist. Die Gefahr, verstrahlt zu werden, Dachte ist ich zu mir schon. groß. So, eine Klappe. Große Klappe, nichts dahinter. Schauen wir mal. Ein Koffer? Die Zeitfunkantenne. Platzsparend verpackt und in all ihre Komponenten zerlegt. Na dann, nehmen wir mit. Jetzt muss ich nur noch einen Platz finden, an dem ich sie Und aufbauen eine kann. Anleitung dafür. Armaturen. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Wieso? Wo wollt ihr denn hin? Ach so, zurück in die Zukunft. Täterkontrolle, check. Atomofen, check. Hüllenintegrität, check. Wisst ihr, was ich mich frage? Wofür hat sie diese zwei Dings, die ist da am Rücken? Und warum steht sie da, als würde sie jetzt gleich salutieren müssen? Ein bisschen unentspannt, die junge Dame, wie mir scheint. So, und da ist noch ein Zylinder. Na gut, gehen wir mal raus und suchen den Platz für die Zeitantenne. Ich würde mal sagen, eher nach oben, also nicht ansehen, rüberlaufen. Erklimmen. Okay. Na dann klimm mal. Vielleicht hat man von dort oben ja auch eine gute Aussicht. Man weiß es ja nicht. Das kann doch nicht. Okay, San Francisco. Oh fuck, Die ganze Zwischensequenz. Stadt ist zerstört. Ah, die jetzt auf einmal wieder leiser geworden sind. Wir uns wirklich so geirrt haben. Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Ja, ich würde mal sagen, ihr habt euch verflogen. Seltsames Gerüst. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Die Kontinente? Ich dachte, das wäre die Golden Gate Bridge. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach Klar mitschwimmen. kannst du. Ach so, ja. Die ganze. Was haben wir hier noch? Ruinen. Ansehen. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät.
Ja, das hätte ich euch vorher sagen können. So, das Plateau. Hier könnte man doch prima was aufbauen. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Nicht, dass wir noch so viel mehr Plätze hätten. Ah, da gibt's Gerümpel. Kann ich hier was... Achso, nee, ich muss wahrscheinlich... Ja. Ich müsste wahrscheinlich den Kopf... Aha. Ich auch nicht. Darf ich den... Ich weiß. Was haben wir denn hier noch? Ein Messer und das Zeitfunkgerät. Ah. Ich muss die Antenne erst aufbauen. Oh, jetzt nerv nicht rum. Dann baus eben auf. Hallo. Aufbauen. Danke. Na, dann wollen wir mal. Okay, Koffer hinschmeißen ist gleich aufbauen. Super. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Oh, MFG. Was war das denn? T-Stück, Kabel, Fuß, Antenne, Koppler, Sicherung. Okay. Das da rein. Nein, das passt nicht. Okay. Das. Ah nein, erst. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Ja. Genau. Das da drauf. Das hier drauf. Das kommt mir ein bisschen so vor wie bei Kerbel. Du nein, sollst es nicht auf den Schalter legen. Danke. Was ist das denn? Ein T-Stück. T-Stücke sind immer gut. Nein, das passt hier nicht. Passt da dran. Nein. Oh Mann, ey. So, Sicherung. Die gehört hier dran. Kabel. Nein, das passt hier nicht. Hier dran. Nein, das passt hier nicht. Hier dran. Nein, das passt hier nicht. Oh Mann, wiederhol dich nicht dauernd. So, also der Koppler. Ich würde sagen, der Koppler gehört da oben drauf. Nein, nein, das passt hier nicht. Wo gehört's denn dann hin? Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Oh, bitch, please. Kann doch nicht so schwer sein. So, das T-Stück da oben dran, an die Antenne. Nein, das, nein, passt, das passt hier nicht. Da gibt's eine Sicherung. Ein T-Stück? Könnte ich das an die Sicherung pappen vielleicht? Nein, das passt hier nicht. Okay. Wartet mal, da ist doch noch was. Empfänger. Vielleicht gehört der Empfänger da irgendwo drauf? Nein, das passt. Das war jetzt der nicht. Schalter und nicht die Antenne, oder? Nein, okay. Das passt hier nicht. Hier? Nein, das, oh, passt come hier on! Nicht. Kann doch nicht so schwer sein. T-Stück zu Empfänger. Nein, das passt hier nicht. Koppler zu Empfänger? Nein, das passt hier nicht. Also das müsste doch auf alle Fälle mal passen. Da sind wir uns doch einig, oder? Okay, zwei Kabel. Kabel und T-Stück. Und T-Stück, sagte ich. Nein, das passt hier nicht. Jaha, nein, danke, ich hab's verstanden. Ich würde sagen, ich pack das T-Stück da oben drauf, aber das will ja auch nicht, oder? Nein, das passt, na, das hier war nicht ja wiederum klar. Okay, was könnten wir denn da sonst noch so machen? Lass uns mal ganz kurz hinsetzen, entspannen. Wir haben Kabel, T-Stück, wir haben da diverseste andere nette Sachen. So. Also, wir haben den Fuß, die Antenne. Die Sicherung haben wir da reingebastelt. Aber ist da noch ein... Wieso kann ich das jetzt nicht mehr bewegen? Ach so, deswegen. Ist da noch irgendwas drinnen? Kubus. Ah, hier gibt's noch Kuben, Kubusse, Kubi, wie auch immer man das sagen möchte. Nur wo habe ich den einen gerade hingepackt? Wir haben einen Empfänger, einen Koppler. Ich habe keine Ahnung. Es würde so aussehen, als würde das da drauf gehören, schlicht und ergreifend. Aber das macht sie ja nicht. Nein, das eben passt hier nicht. Weil so rein vom Aussehen her wird das aussehen wie eine Antenne.
Gut. Lasst uns nochmal überlegen. Also der Fuß und dieses Teil passen zusammen, die Antenne. Die Sicherung passt da rein. Wartet mal. Really? Okay. Gehört das denn jetzt da ganz oben drauf? Ja, okay, ich dachte, es gehört oben drauf. Gut. Dann, was ist mit dem... Achso, T-Stück. T-Stück. Gehörst du hier oben drauf? Mhm, so sieht die Antenne aus. Super. Und... Wartet. Da ist doch auch noch... Deswegen ist es ein T-Stück und kein V-Stück. So, und was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Wir haben da unten noch irgendwo Kabel rumliegen. Wo könnten wir Kabel... Zu Kabelbuchse. Klingt vernünftig. Dann machen wir das bei der anderen Kabelbuchse auch noch. Und die können dann wahrscheinlich da nach oben rein, oder? Oder nicht? Kabel. Hier dran? Ja. Und der zweite auch. Also, dass die in der Zukunft da keine besseren Sachen bauen können. So, und dann haben wir hier noch dieses Teil, den Empfänger. Diese... Ja, und diese Kuben. 1, 2, 3, 4, 5. Und wo der sechste hin ist? Ah, der liegt da unten. Okay. Wo gehört denn sowas hin? Hier? Nein, war ja klar. Hier nicht. Kubus oder Kuben. Wo könnte die hinkören? Sicherung, Antenne, Schalter, T-Stück. Oh Mann, ich bin bei sowas so mies. Und wir haben bald 30 Minuten voll. Das heißt, ich nehme jetzt echt lange am Stück auf. Das wird schöne Arbeit beim Videoschneiden. Weil ich kann das noch nicht so gut. Und ich kann... Ah, doch. Ausgefahrene Antenne, Kabel. Koppler, Schalter, Kabel. Fuß, Ring, Ring. Wartet mal. Okay. Nein, das passt hier nicht. War ja klar. Und wo gehört der Empfänger hin? Das ist hier die Frage. Irgendwas muss man mit diesen sechs Teilen doch machen können. Nee, nicht. Danke. Achso, ich kann hier nicht mit denen interagieren. Ich kann wirklich nur zusammenbasteln. Gut, hätten wir das auch geklärt. Sonst hätte ich gedacht, ich muss erstmal irgendwas anschalten oder so. Aber wo gehören dann die Kuben hin? Vielleicht doch irgendwo hier oben? Nein, naja, das war ja passt klar. Hier nicht. T-Stück. Gibt es hier noch irgendwelche Schalter, die ich noch nicht gedrückt habe? Den habe ich gedrückt. Hier ist auch T-Stück, ausgefahrene Antenne, Koppler. Da sitzt noch das Ach, wirklich? Drauf. Ja. Da sitzt noch das T-Stück drauf. Fuß. Kann ich den Empfänger nicht einschalten? Nein. Oh, ich und Adventure-Rätsel. Ganz große Freundschaft, sage ich euch nur. Gut. Wir haben noch diese sechs Teile hier und den Empfänger. Und die sehen ja so aus, als müssten die irgendwo draufgesetzt werden. Die haben da so ein X-Profil. Ich meine, hier auf der Sicherung wäre natürlich noch Platz, aber... Der lässt sich auch nicht mehr aktivieren, der Koppel lässt sich nicht trennen. Ich kann das einfach überspringen? Muss ich dann wieder alles von vorne machen, oder was? Ich habe keine Ahnung mal wieder. Aber überhaupt keine Ahnung.